So, herzlich willkommen, liebe Viva-Freunde, und zwar heute zu einem kleinen Pack-Opening, denn momentan ist Happy Hour. Wir haben es 12:15 und ich denke mal, dass ich hier jetzt einfach mal ein paar Happy Hour-Packs raushauen kann, oder? Ne? 10 kann ich kaufen, heißt es sind 150k. Die wollen wir doch mal wegballern. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wagner Love, ja, das ist der Spieler, den ich gebraucht habe. Sehr, sehr schön. Also ich hasse diese Packs hier im Normalfall. Hier sind immer viel zu viele Verträge und anderer Schnickschnack drin. Aber, ja gut, mein Gott, das gehört wahrscheinlich einfach dazu, würde ich mal sagen. Weil dann ist halt immer die Wahrscheinlichkeit von den 6 Sachen, die glänzen, dass da halt immer einfach nur Kacke bei ist. Wobei, wie gesagt, ich wurde gerade angeschrieben, der liebe Ray Ren hat Ribéry gezogen im ersten 15k-Pack. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Oder ich habe eine Idee. Oh, ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee bald für eine neue Serie. Ich glaube, die habe ich schon mal auf YouTube gesehen. Das heißt, neue Idee ist es nicht, aber eine Idee, worauf ich Bock habe. Mal gucken. Nee, nee. Ach, nicht so doll. Aber man schon mal ein paar mehr glänzende Spieler. Das ist doch schon mal wesentlich angenehmer. Nee, nee. Ja, Rodriguez, den haue ich mal im Verein. Sonst haben wir hier eigentlich wie immer nur Mist gezogen, wenn ich mich nicht täusche. Den glänzenden Vertrag nehme ich auch nochmal mit. Verträge habe ich auch einfach mal super viele. So, nächstes Pack. 8 haben wir noch vor uns. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Evra. Ja, auch nicht so. Ein Informspieler wäre schön. Wo wir gerade beim Thema Informspieler sind, ich werde euch auf jeden Fall noch ein Inform-Review zu... Oh, Valencia. Der ist ein bisschen was wert, vor allem in 4-1-2-1-2. Mach ich mal 12 Start, 15 sofort. Was wollte ich jetzt genau sagen? Genau, ein Inform-Review wird noch kommen, und zwar zum Inform-Defoe, der ja momentan im Team der Woche ist. Ich probiere jetzt, wenn ich es zeitlich schaffe, immer ein Inform-Review rauszubringen zu einem Spieler aus dem Team der Woche, der für mich am attraktivsten ist oder auf den ich am meisten Bock habe. Die Silberspieler sind ja auf dem PC einfach nahezu unbezahlbar, leider. Oder was heißt nicht unbezahlbar, aber das, was... für das, was die drinstehen, sind sie es einfach nicht wert. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Und dementsprechend habe ich dann keine Lust, mich da großartig hinterzuklemmen, um mir dann da für ein Review einen Silberspieler für 300k zu kaufen, der eigentlich nicht mal 100k wert ist, den ich nie wieder in meinem Leben loswerde. Das muss nicht sein. Jeko. Typ ist, glaube ich, auch mega overpowered. Also immer, wenn ich gegen den gespielt habe, ging der auch schon ziemlich krass ab. Jovu. Nicht so doll. Und ja, Joaquin auch nicht so fett. Also bis dato haben wir jetzt kein... nichts gezogen, wo man sagen kann, boah, deftig. Das ist krass. Mal sehen. Oh, nee. Irgendwie soll's nicht sein. Die 15k-Packs haben einfach gar keinen Bock auf uns. Long soll auch krass abgehen, wurde mir mal gesagt. Ja, Giovinco und Isco... alles nicht so doll. 4000 weg, der Kram. Also wie gesagt, die Spieler sind vielleicht auch 1-2000 wert. Ich könnte sie alle verkaufen. Aber das ist Kleinkram. Damit muss ich mich nicht großartig rumschlagen, wenn ich eigentlich hier im Millionenbereich sich bei mir alles abspielt. Mikoli. Das ist auch mega geil. Ganz im Ernst, ey. 85 Tempo. Alle Werte über 80 als Stürmer, die für einen Stürmer relevant sind. Da muss ich auch einmal kurz nachgucken, was der Wert ist. Das weiß ich aus dem Kopf heraus gar nicht. Mikoli. Mikoli, ja, hat ja auch schon Inform, ne? Stimmt. Stimmt, den wollten wir mal einer ausleihen. 12.000 ist der Wert, das ist doch schon mal was. 4-5-1, ja, das geht. Das ist definitiv in Ordnung. Werde ich ihn für, ja, 10, wenn er 12.000 wert ist, dann soll ihn einer günstig bekommen. Oder vielleicht ein bisschen günstiger als die anderen. Das soll mir recht sein. Dann geht der Spaß weiter. Komm, hier mal Inform oder so ein Kram. Seltenen Goldspieler erhalten. Jetzt habe ich den Namen nicht gelesen. Nein! Ach, Gomez. Ach, komm. Ich dachte auch schon, stand gerade Ribéry. Ich habe nur irgendwie ein I gesehen oder so ein Kram. Oder ist mir eingebildet. Ja, gut, aber Gomez ist ja immerhin auch ein bisschen was wert. Also, wenn man halt in jedem jetzt Pack einzieht, der wenigstens so was wert ist, dass man sagen kann, hey, ich habe die Packs wieder raus, dann ist das doch schon mal was. Soll 17.000 wert sein laut Footed, das ist aber ganz gewiss nicht.
mache ich ihn auch für 12 und 15. Das ist ja eine Viereraufstellung, dann geht das ja noch halbwegs. So, Vla, nicht so doll. Und Magnasco. Okay, da werde ich jetzt auch nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Weil der sah gar nicht so schlecht aus. Aber 400, ja gut. Na, vielleicht ist er ja ein Biest. Und ZOM zu ZM. Ja, nice. Das ist doch schön. Kann ich gleich mal für 7.510k sofort reinballern. Die ist, glaube ich, sogar mehr als 10k wert. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ergattert die dann immer irgendeiner für 7.500? Das hier mache ich jetzt 8.500. Ich bin so dreist. Ne, kann man hier jetzt nochmal kurz weitermachen. Das war ein ordentliches Pack. Also ordentliches Pack, immerhin hier ein bisschen Plus gemacht. Das geht. Das war Sergio Busquets. Und oh, ein Goldpack kriegen wir noch umsonst. Sehr schön. Oder ne, irgendein anderes Sergio. Blablabla. Sei mal egal. So. MS zu ZOM nichts wert. Das Goldpack werden wir jetzt natürlich auch definitiv sofort öffnen. Und die Mucke geht so ab. Kommt man hier richtig in Stimmung. Oh, schon wieder denselben Sergio-Typen. Was ist denn da los? Will ich doch gar nicht. Boah, schade. Wäre jetzt immer interessant gewesen, wenn ich Verträge gebraucht hätte oder so ein Kram, aber tue ich ja nicht. Gibt es eigentlich auch Silberpakete? Nee, nur Gold, ne? Jopp, kaufen wir weiter welche. Ja, Team der Woche-Spieler erhalten Lopo. Oh, wer ist das? Mann! Hey! Juhu! Och. Aber eigentlich ist er gar nicht mal so schlecht. Der hat geile Defensivwerte. Krass. Aber ist jetzt nicht so doll. Hey, wir haben Team der Woche-Spieler gezogen. World Together in Form. Aber, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Jetzt nicht so heftig. Aber immerhin. So, und da er mich hier gerade vollgeschrieben hat, von wegen, er hat Ribery gezogen, muss ich jetzt einen raushauen. Ich habe ein TDW gezogen. Nur So, ne, um jetzt hier auch noch ein bisschen das gewisse Etwas auszustrahlen. Das war's auch schon wieder. Jetzt haben wir die Packs weggezogen, geöffnet. Ich guck mal, das war schon wieder der schlechteste, den man ziehen konnte, oder? Wo ist er? Ja, 79, gut. Der liebe Stranzel wäre noch ein bisschen schlechter gewesen. Und Michu, wobei Michu ganz gut abgeht. Könnt ihr mal seinen Preis nachgucken. Wo spielt er denn? Lopo Garcia. Getafe in der Liga BBVA. Spanier war das, ne? Jop. Gut, gucken wir mal. Nationalität. Spanien. Spanien. Ach, ist auch unter den Top 9. Hätten wir eigentlich auch eine Top 10 draus machen können, aber naja, was soll's. Liga BBVA, wo bist du? Komm, spring mir in die Arme. Liga BBVA Club Getafe war das, ne? Getafe und Position Innenverteidiger. Bin ich mal gespannt. Lopo, 10.000! Boah, krass. Da habe ich denn ja ordentlich einen mit rausgehauen, wenn ich mich nicht täusche. Weil wenn ich jetzt so gucke, irgendwie geht der nicht so ganz weg. Ah, defensiv, also geht die Defensivwerte sind echt in Ordnung. Komm, machen wir es so. Ich bin ja immer relativ, nee, machen wir es doch nicht so. Ich wollte gerade sagen, ich mache ein Giveaway, aber ich mache doch keins. Weil ich mir etwas mit Informspielern vorgenommen habe, die ich so ziehe und gezogen habe, wie auch immer. Und von dem her lasse ich das jetzt erstmal sein. Und keine Sorge, ich werde bald auch das Giveaway von den 300k auflösen, keine Sorge. Das war gerade mein Team, was ich euch bald nochmal vorstellen werde. Switchen wir mal wieder weg. Ja, was kann ich Großartiges sagen? Das war das wunderbare Pack-Opening von 150k. Wir haben nicht mal mehr die Hälfte rausgeholt, das ist doch wunderschön. Also, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntagnachmittag. Und das war's von meiner Seite aus. Ich bin die Hahn, bis zum nächsten Mal.